Und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, die 38. Und wie versprochen machen wir heute natürlich mit der Geschichte weiter von der Masako. Und zwar die Verschwörung, 8 von 9. Ich werde es mal markieren und werde dann auch gleich dorthin reisen. Schnellreise aktuell deaktiviert. Okay, da muss ich noch ein bisschen warten, bis hier das durch ist, dass ich mich wieder gescheit bewegen kann. Genau, jetzt probieren wir es jetzt nochmal. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Schnellreise. Ladezeiten sind echt heftig. Also, im positiven Sinne natürlich. Wo ist Junshin? Fürstin Masako! Sprecht, Mönch! Bitte hört auf! Wo ist Junshin? Masako, was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen. Mein Herr, helft mir! Masako, überlass das mir. Gut. Aber wenn er bei euch nicht redet, bei mir wird das. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Junshin? Junshin half den Überlebenden am Rotlaut-Tempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Was wollt ihr von Junshin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Junshin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Junshin. Ihr habt mein Wort. Okay. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Die Verschwörung? Dann los. Wartet auf mich. Macht schnell. Mal das Viertel. Alles irgendwie so duster hier. Immer schlechtes Wetter. Könnte aber ein bisschen schöner werden. Wenn ich finden, kümmere ich mich um ihn. Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwertern. Masako, ihr tötet Junshin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Nein. Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Okay, irgendwas ist hier im Wald. Otsuna. Genug! Bastarde, das büßt ihr. Junshin finden. Hier lang. Ja, lass mir das doch mal looten, Mensch. Man kommt überhaupt nicht zum Looten mit dir. Los, Mensch, zieh durch. Der Tempel ist nah. Und der Mönch auch. Oh, der sieht aber komisch aus, der Tempel. Irgendwie sieht der nicht freundlich aus. Ah, da sind ein paar Mongolen. Warte.
Die erledigen wir. Nein, wir schlagen leise zu. Jen. Sie könnten den Mönch töten. Na gut. Ich nehme ein, ihr den anderen. Betritt den Rotlaubtempel. Fürst Sakai. Verstärkung. Seid ihr das? Ich muss Jungchen leiten. Okay, ging doch. Das Kettenattentat ist gar nicht so schlecht eigentlich. Die sieht aber komisch aus, der Tempel. Ui, alter Schwede. Sie wieder, oder? Masako. Masako. Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Ernsthaft? Sie haben schon gewonnen. Muss ich mit dir kämpfen jetzt? Ja, du Speech! Oh, ich will nicht gegen die kämpfen. Alter Schwede. Hör doch mal auf, Bitch. Ihr wart eine Freundin. Geht. Ihr verteidigt einen Mörder. Wir wollten mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr habt euer Wort. Meiner Familie. Alter, das ist doch scheiße, Mage. Eigene Schuld. Okay. Ich muss jetzt mal ein bisschen schauen, wie die kämpft, die Bitch. Hilfe, Scheiße, weil ich die ganzen Dinge wieder nicht hab. Verteidigt einen Mörder. Wir wollten mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Komm her, du Vieh. Sie kommen, Sie sind der Feind. Jetzt darf. Oh, jetzt darf. Eigene Schuld. Oh. Ja, so schwer ist er eigentlich nicht.
Freundin. Gebt mir den Mönch. Nein. Dann kannst du aber auch nicht. Verteidigt einen Mörder. Wir wollten mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr gabt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Das wird doch ein bisschen länger dauern. Wie war deine Freundin? Gebt mir den Mönch. Nein. Ja, genau. Ihr verteidigt einen Mörder. Wir wollten mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr habt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind. Okay, man tötet sie nicht, oder? Samurai.
Stirb, du Vieh. Und jetzt? Ihr gabt mir euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryozo denkt? Der Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Junshin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Mei. Masako. Versucht nie wieder, mich zu töten. Werde ich nicht. Versprochen. Naja. Hexe. Keine Spuren. Okay, wir sind hier rausgekommen, gell? Also muss er eigentlich hier lang sein. Junshin ist hier entlang. Das haben wir doch gesehen. Der ist wohl in den Wald gelaufen. Wenn wir Junshin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei, Junshin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Ernsthaft, das ist so ein Ding, oder? Ein Fuchsbau, mei. Das muss ich später machen. Auf der Karte müsste er ja markiert sein jetzt. Da ist er auch schon. Bitte, tötet mich nicht! Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hana. Lügner! Masako wartet. Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester. Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor 2 Nächten. Trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Sie lebt noch? Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. Kamiyagata! Kototo! Das wird das wahrscheinlich im neuen Gebiet sein. Dann schauen wir jetzt gleich mal. Clan-Rüstungsfarbe. Kamiyagata, okay, das ist jetzt natürlich im nächsten Gebiet erst. Das heißt, wir können jetzt in der Story erstmal nicht weitermachen. Also in der Geschichte. Das bedeutet, wir machen auf jeden Fall schnell diesen Fuchsbau. Also ein bisschen Nebenaufgaben. Ein bisschen Fragezeichen. Ja.
so, okay, dann los. Wir müssen nicht so weit rennen, Fuchsi. Ah, da oben, okay. Sehr schön. Dass es mir nicht gleich geht. Okay, dann machen wir gleich hier weiter. Was ist das hier? Garten. Okay, dann machen wir gleich bei dem Gehöft weiter. Die Geiseln. Hui! Was hast du hier? Siehst du, geht Bild? Alles wird wieder gut. Ein Mann aus Yarikawa erzählte, dass ihr seine Stadt gerettet habt. Gut, diese alte Fehde beizulegen. Oh, der lebt da noch hinten. Negium Harsinta. Rette die Geisel, ja, wo ist sie denn? Hä? So hier oder was? Ach so, okay. Okay. Gegner, wo sind denn die? Da ist einer. Okay, einer ist noch hier. Hätte ich vorher auch schon retten können. Bald seid ihr frei.
sei Dank. Geht. Gebt auf euch acht. Okay. Okada-Gehöfte befreit. Deine Legende wächst. Die Klinge des Dämons. Maximale Gesundheit erhöht. Sehr schön. Talisman der versteckten Klingen. Werfe zwei zusätzliche Kunai. Das brauche ich noch nicht. Das brauche ich nicht unbedingt. Ich würde ja gerne mal schauen. Der Rüstungshändler, da könnte man vielleicht mal hinschauen. Hier oben, glaube ich, geht es mit unserer Rüstung weiter, ja. Hier haben wir noch was. Fragezeichen. Komm, wir machen erstmal das hier noch fertig. Zischender Bach, Kreuzung. Mongolisches Gebiet. Hier bin ich. In der Richtung. Okay. Recht fix. Wir schauen auf jeden Fall in die Zelte nochmal rein. Das ist meistens immer ein bisschen was zu looten. Okay.
Was sind das hier überhaupt? Die letzte Bitte. Okay. Na komm, wir schauen jetzt mal, ob wir unser Schwert ein bisschen aufwerten können. Will ich dann schon irgendwann mal komplett aufwerten. Da müsste hier vorne sein, oder? Okay, hä? Bin das ein Waffenhändler? Die Klingen noch in Ordnung? Sonst sagt Bescheid. Oh, 1000. Das wäre die letzte Stufe, gell? Danke. Okay, können wir irgendwo was verkaufen? Fallenstelle, warte mal, eher hier. All meine Waren sind nützlich. Nee. Fallenstelle. Was ich für euch tun verkaufen. Kann, mein Herr. Verkaufen. Bambus. 228. So viel haben wir hier gar nicht. Eibenholz. Ja, das wollte ich mir eigentlich aufheben. Leinen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das noch zum Skill brauche. Das heben wir uns lieber mal auf. Dann müssen wir ein bisschen noch... Und ein bisschen farmen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal hier mit dem weiter. Teilweise finde ich, ist es ein bisschen überladen vom Licht her. Da sieht man gar nichts mehr. Es schaut schon cool aus, aber teilweise schon, wenn man jetzt hier so schaut, da sieht man eigentlich 20 Meter weit. Das ist schon ein bisschen zu viel, finde ich. Aber na gut. Wir wollen uns ja nicht beschweren, also so sieht das Spiel schon top aus. Da ist der Vogel. Ich denke mal, dass der mich zum Fragezeichen bringen wird. Okay, hier müssen wir wieder sinnieren, oder? Ja. Haiku. Wir machen mal das Haiku. Über Überleben sinnieren. Ich habe gar keinen Plan, ob sie irgendwie eine Reihenfolge gibt. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Ich drücke einfach irgendwas. Windend und strampelnd. Untätige Klinge wird stumpf. Verschollene Antwort. Das Bambus. Okay.
Die letzte Bitte. Machen wir da weiter. Haufen Quests, ey. Besiege die Runien, die das Gasthaus angreifen. Okay, machen wir. Runien schlachten diese Menschen ab. Sind noch einer? Hallo. Kunai, bitte. Die sind gar nicht so schlecht, die Runen, also die Strohhüte. Hier sind Überlebende. Hallo? Hier. Spart eure Kraft. Mein Herr, helft mir. Wieso greifen die Runen euch an? Ich weiß nicht. Sie zwangen die hiesigen Männer, mit ihnen zu kommen. Sie haben meinen Mann, oder? Wisst ihr, wohin sie ging? Sie sprachen davon, zu einer Schlucht im Norden zu gehen. Bitte, rettet, oder? Okay, wir schauen mal, ob wir das noch hinkriegen. Eine letzte Bitte. Bitte, bitte. Sie meinen sicher die hohle Schlucht. Die betreiben dort Schmuggel und Sklavenhandel. Okay, 1,3 Kilometer, der ist ganz schön weit weg. Und will mich hier nur noch mal kurz umschauen. Na, da gibt es nämlich meistens immer schön Vorrede. Okay, scheint nichts mehr zu sein jetzt. Oh, bis da hoch muss ich. Puh. Das ist im neuen Gebiet auf jeden Fall. Okay, die Quest müssen wir uns jetzt mal offen halten. Die schließen wir jetzt noch nicht ab. Da warten wir noch. Fallensteller. Ja, langsam glaube ich.
Kriegsmönch wieder. Ein paar Geschichten haben wir jetzt hier noch, aber es wird langsam. Das ist das von den 6 Klingen. Genau. Und hier oben. Geschichte von Juna. Also ein paar Geschichten haben wir auf jeden Fall noch zu erledigen hier. Genau, da würde ich sagen, machen wir doch in der nächsten Folge dann mit ihr weiter. Wir porten uns da bloß noch schnell hin. Genau, Suche nach Utsuna nach Juna. Gut, dann schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.